Hallöchen, ihr Lieben, herzlich willkommen auf meinem Kanal und zu einem neuen Let's Play. Ich möchte euch heute mitnehmen in WolfQuest. Ja, das ist nicht jedermanns Sache, das weiß ich genau. Es ist ein recht unbekanntes Game und auch schon recht alt. Herausgegeben oder produziert, je nachdem, ist das von dem Minnesota Zoo. Und ja, ich denke, wir starten einmal kurz. Hier kann man sehen, es gibt bereits einen zweiten Teil. Ich hoffe übrigens, ihr hört mich so mit dem Ton. Ich weiß nicht, irgendwie scheint der mir recht laut zu sein. Vielleicht, na, sonst reguliere ich das hinterher noch runter. Ja, auf jeden Fall, was ich sagen wollte, es gibt einen zweiten Teil. Ich werde mich heute erstmal nur dem ersten widmen. Ob ich den zweiten jemals spielen werde, weiß ich nicht. Das möchte ich nicht versprechen an dieser Stelle. Ja, und jetzt erstellen wir uns erstmal unseren Wolf, mit dem wir spielen wollen. Hierbei handelt es sich nämlich um einen, ja, Wolfssimulator, sag ich mal. Für diejenigen, die mit einem Wolf überhaupt nichts anfangen können, würde ich raten, die Finger davon zu lassen. Aber weil ich besonders früher ein ganz großer Wolfsfan war, teilweise immer noch bin, und dieses Spiel, ich glaube, ich weiß nicht mehr, wie oft ich das durchgespielt habe. Mehrere Male, zumindest den ersten Teil. Ja, und deswegen dachte ich, ich zeige ihn euch heute mal. Ja, ne? Ganz stumpf ever. Und ich erstelle uns hier einfach mal einen dunklen Wolf. Ja, wir können auch noch unterscheiden, ob wir ein Male oder ein Female sein wollen. Wie ihr seht, Male ist größer. Ja, hier können wir uns noch gucken, ob wir Stärke größer haben wollen oder mehr Stärke haben. Aber das Problem ist, guck mal, dann geht die Ausdauer und die Schnelligkeit gehen dann runter. Ich weiß nicht, ich denke, also auf irgendwas wird immer beeinträchtigt. Wenn wir das jetzt zum Beispiel ganz hoch machen, das geht gar nicht mehr. Also das wird dann immer beeinträchtigt. Ich denke, wir machen das so relativ ausgeglichen. So, wenn wir es resetten, dann haben wir es wieder alles auf Null. So, ja. Da, ja, ich denke, wir bleiben bei weiblich. Da wir ja Ever heißen, beziehungsweise ich, ist jetzt gerade am einfachsten. So, und dann drüben speichern wir mal unseren Wolf und fangen an zu spielen. Quest for a Mate. You are a 2-year-old grey wolf born in the northern range of Yellowstone National Park. You learned the ways of the wolf in your birth pack. Now it's time for you to find a home and build your own family. Your first step and your crest for this fall season on the slopes of Amethyst Mountain is to find a mate. Somewhere out there is such a wolf. And don't forget to hunt elk along the way or you won't survive long. Ja, also unsere Aufgabe ist es, uns einen Partner zu finden. Dabei dürfen wir das Jagen der Elche nicht vergessen, denn ansonsten werden wir nicht lange überleben. Und ja, die allgemeinen Bedingungen eines Wolfslebens sind uns damals von der Familie bereits mitgegeben worden. Und ich kann vorweg sagen, das ist die einzige Quest für für diesen ersten Teil. Deswegen, wir werden noch nicht sonderlich lange dran sitzen. Ich denke, also es gibt alles von einer halben Stunde bis zu 6 Stunden, wie man also möchte. Ich weiß noch nicht genau, wie lange ich mir Zeit dafür nehmen werde. Ich möchte euch das Spiel einfach nur so ein bisschen zeigen. Also mal schauen. Und jetzt beginnen wir erstmal unsere Quest. Ja, genau. Ach, schön. Das ist nochmal einmal unsere Steuerung. Wir können also auch mit WASD laufen. Das finde ich schon mal gut. Options. Name Tag. Ach so, das ist wahrscheinlich. Genau, es gibt nämlich auch noch einen Multiplayer. Ich bin jetzt hier im Singleplayer, aber es gibt einen Multiplayer, so viel weiß ich. Ich glaube, dafür muss man sich einen Account anlegen. Ja, schließen wir erstmal, das können wir später immer noch nachgucken. Da sind wir. Unser kleiner schwarzer Wolf. Ui. So, ja, mit WASD können wir laufen. Hier können wir auch rennen. Hier können wir. Haben wir einen toten Elch? Huch. Okay. Ah, guck mal. Jetzt können wir den nämlich essen.
Also ich glaube, wir brauchen eigentlich gar kein Futter gerade. Aber egal. Huch. Ja, ich muss mich erst noch mal so ein bisschen an die Steuerung gewöhnen. Guck mal, ein Hase. Den haben wir jetzt erledigt. Haben wir den erledigt? Ja. Den können wir jetzt auffuttern. Ja. Gott, es ist schon Ewigkeiten her, dass ich dieses Spiel gespielt habe. Ich muss mal erstmal so ein bisschen durchtesten. Okay, hier haben wir also unsere... Hier sind unsere Karte. Hier sind wir also gerade. Der blaue Pfeil hier oben. Dann können wir sehen, hier die roten Dinger. Also diese Kreise, diese beiden hier. Die sind Elchgebiet. Da können wir also Elche jagen. Und die pinken Kreise hier, da können wir uns... Das sind diese Wolfsgebiet. Da können wir uns... Also in diese Gebiete müssen wir uns begeben, um unseren Partner zu finden. Ja. Ach, guck mal. Hier haben wir nämlich Duftspur. Oh, ich will gar nicht die ganze Zeit laufen. Oh, ein Bär. Ein Bär. Ich glaube nämlich, die Bären sind nicht gut für uns. Die können uns nämlich umbringen. So, und jetzt sehen wir hier hinten diese lila Duftwolken aufsteigen. Hunting Ground. Ja, das haben wir ja eben schon festgestellt, dass wir hier im Elchgebiet sind. Hier haben wir nämlich jetzt die Duftspur. Da hinten diese About the Compass. Ja, genau. Da im Kompass, den ihr da unten links unter unserer Wolfsanzeige seht, da wird uns auch angezeigt, in welche Richtung wir uns begeben. Zum Beispiel jetzt, wenn wir da weiterlaufen würden, da hätten wir hier das Wolfsgebiet. Aber was ich eigentlich sagen wollte, die lila Gebiete da vorne, also wo die lila Wölkchen aufsteigen, da liegen tote Tiere. Vornehmlich Elche, denke ich. Die könnten wir dann theoretisch auch eben... Die können wir dann theoretisch eben auch einfach fressen. Und hier sind wir jetzt gerade der langen Luftspur gefolgt, der Elchgruppe. Und da können wir uns jetzt theoretisch eins raussuchen, das wir jagen wollen. Und das probieren wir jetzt einfach mal aus. Wir nehmen einfach mal, wenn wir das hinkriegen. Diese könnten zu schnell für uns sein. Jetzt beißen wir. Ja, komm, hey. Was? Rennt da hinterher. Ach, meine Ausdauer ist weg. Okay, wir warten also ein bisschen. Und verfolgen es wieder. Das ist das Problem, wenn wir nicht genügend Ausdauer haben. Aber wir scheinen so einen Elch, so eine Elchkuh, die wir ja hier gerade verfolgen, relativ schnell verletzen zu können. Und dann bleiben wir einfach stehen, weil wir nicht mehr laufen können. Okay. Okay, ist natürlich ein bisschen blöd. Aber wir versuchen das jetzt mal. Und da hinten sehen wir schon direkt, dass sich das Territorium ein wenig ändert. Eigentlich brauchen wir auch das V gar nicht. Dann haben wir nämlich das hier so. Dann sehen wir nämlich so, wie wir unseren Elch verfolgen. Ja, es ist eine ganz schön langwierige Sache. Ich will mich da jetzt auch nicht zu lange drauf aufhalten, aber ich möchte euch das einmal gezeigt haben. Es macht nämlich auch ganz schön viel Spaß, hier einfach durch die Wälder zu rennen und einfach diese ganzen Elche zu jagen. Der Minnesota Zoo, der dieses Spiel ja auch entwickelt hat, der hat sich nämlich im Allgemeinen ganz schön viel Mühe damit gegeben, dieses Spiel realistisch zu halten. Und eben wirklich an das Verhalten der Wölfe anzupassen, wie es eben auch wirklich im Real Life ist, sag ich mal. Da beißen wir uns jetzt fest und dann bleiben wir einfach stehen. So eine blöde Energieanzeige. How to rest and sleep. To sit down for a rest, press the R key. Wir können uns also mit R hinsetzen und dann lädt sich das ganz schnell wieder auf. Und der Elch läuft uns nicht davon. Das ist natürlich praktisch. Ich finde die Musik auch total toll. Also gerade, also es ist natürlich gedacht für so Kinder ab, na, da leckt es gerade ein bisschen. Also das Spiel ist natürlich geeignet für Kinder. Huch, das wollte ich gar nicht. So, nein, also das Spiel ist gedacht für Kinder so, ja, ab 10, 12.
So in die Richtung. Und da wehrt er sich jetzt. Und da haben wir es down. Und können direkt fressen. Und das brauchen wir auch. Weil ihr seht, unser roter Balken ist runtergelaufen. Nee, also das ist gedacht für Kinder so 10, 12 Jahre. Und die können dann quasi so ein bisschen spielerisch herausfinden, wie Wölfe so leben. Beziehungsweise macht, was das eben so ausmacht. Oder rennt ein Bär. Ziemlich flott sogar. Vom Elkakos. Also vom Kadaver ist immer noch was übrig. Und ich sehe, da vorne liegt noch einer. Ich fresse den jetzt einfach mal auf. Auch wenn wir eigentlich voll sind, dann versinkt der nämlich so schön in den Boden. Huch. Ich spiele gar nicht mehr mit Maus gerade. Ich spiele einfach nur mit Tastatur. Hier haben wir nämlich jetzt noch einen. Aber das brauchen wir gerade gar nicht. Ich gehe nochmal so auf die Map gerade. Ich möchte nämlich jetzt ins erste Wolfsgebiet. Ja, wie man springen kann, weiß ich nicht. Ins erste Wolfsgebiet wollen wir. Ja, die Steuerung ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, wie ich finde. Die ist nicht unbedingt die allerbeste. Aber naja, dafür, dass das Spiel eben schon ein gewisses Alter auf dem Buckel hat und auch ja, schon ein bisschen, ja, schon eben ein bisschen älter ist. Und man hat da, glaube ich, auch nicht so viele Mittel reingestellt. Das gibt es nämlich kostenlos. Ihr könnt einfach, wenn es euch interessiert, ihr könnt einfach unter WolfQuest googeln, einfach WolfQuest, auch zusammengeschrieben, aber das seht ihr einfach, das seht ihr ja oben im Namen drin, beziehungsweise ich denke, ich werde den Link der Seite einfach unten in die Beschreibung packen. Dann könnt ihr da einfach vorbeigucken. Das Spiel ist kostenlos. Der zweite Teil ebenfalls. Und die Entwickler waren eben auf... Huch, die Bäume, die wackeln hier alle, wenn wir vorbeilaufen. Vielleicht bringen wir so viel Wind mit. Nee, aber die Entwickler waren eben auf Spenden angewiesen. Und... ja, da kann man dann eben nicht ganz so viel machen aus dem Spiel. Aber... Also ich spiele jetzt hier auch nicht auf höchster Grafik. Ich habe, ich glaube, die normale Version habe ich einfach genommen. Und dafür sieht es schon nicht schlecht aus, finde ich. Und irgendwie renne ich gerade wieder in die falsche Richtung. Also dafür haben sie schon einiges draus gemacht und ich möchte dahin. Huch, hier über den Berg kann ich nicht weg. Vielleicht wären wir ja schon direkt im ersten fündig. Im ersten Wolfsgebiet. Da machen wir mal einen Bogen drum. Wir sind ja immer noch auf der Suche nach einem Partner. Wolf Territory, wir haben es erreicht. Supi. So, da unten ist der Bär noch. Guck mal, hier ist eine gelbe Spur. Das heißt, da ist ein Wolf lang gelaufen. Ich frag mich. Nee, wir sind in die falsche Richtung gelaufen. Wir müssen in die andere Richtung. Huch. Laufe ich jetzt gerade erstmal wieder raus aus dem Gebiet? So, jetzt bin ich wieder drin. Und hier haben wir die Spur. Oben rechts müsste uns nämlich gleich schon wieder ein Bär. Gut, der haut ab. So, oben rechts dürfte uns nämlich gleich, genau, angezeigt werden. No scanned. Aber ich bin doch hier, ich renne doch genau durch. Okay, normalerweise wird uns oben rechts angezeigt, von wann die Spur ist, wann das letzte Mal jemand da lang gelaufen ist. Und da haben wir auch schon den Wolf. Und jetzt... Ja, jetzt passiert nämlich dies hier. Wir kommen quasi in eine Art Konversation mit diesem Wolf. Der fragt uns nämlich jetzt, das seht ihr unten rechts, WhatsApp. Und jetzt haben wir unten links quasi die Auswahl, was wir dann antworten wollen. I'm out of here. Also ich komme nicht von hier. You are not my family. Also damit von wegen, du gehörst nicht zu meiner Familie, du bist nicht freundlich. Ja, ich kann warten. Oder ich bin eben nicht gefährlich für dich. I'm out of here heißt, wir verlassen das jetzt. Also ich lass dich gut sein. Das heißt, wir sind mal freundlich. Ich weiß nicht, ob das so die... I will stay put. Ich glaube nämlich, wir müssen dieses Gebiet übernehmen. Von daher
ist das Freundlichsein gar nicht so eine gute Idee. Wir können nämlich jetzt, können wir gehen, dann können wir fragen, ob wir den gegenüberliegenden Wolf kennen. Oder wir können abwarten, was passiert. Oder wir können klein beigeben. Wir wollen aber mal fragen, ob wir den Gegenüber kennen. Und da stellt sich unsere Route direkt auf. Das heißt, wir haben so eine Art Dominanzgebärden. Und der andere untergibt sich direkt. Und da hat das Wetter gerade ganz plötzlich gechanged. Nee, aber der andere hat sich jetzt so ein bisschen untergeben eben. Und jetzt können wir entweder, wir können selber gehen, wir können den wegschicken. Wir können sagen, wir bleiben hier. Oder wir können sagen, boah, ruhig, bleib cool, ist alles gut. Sagen wir erstmal, ja, ich bleib hier. Und der ist jetzt weggelaufen, so wie ich das sehe. Gut. Damit haben wir, aber waren wir in dem ersten Gebiet schon mal. Ich würde sagen, dann machen wir uns jetzt auf, hier, auch hier oben, zum Soda Butte Vista. Und los geht's.